sowas wie einer Unendlichkeit. Es gibt ja nicht zwei, sondern nur die Unendlichkeit. Und ob es die gibt, interessiert wahrscheinlich die Unendlichkeit auch ziemlich wenig. Ja, wo ist sie denn, die Ahnung von der Unendlichkeit? Ja, vielleicht hier, aber wo ist denn das hier? Hier auf dem Stuhl? Ja, bin ich die Ahnung von der Unendlichkeit? Kann ich so weit ahnen, dass ich da ahne, endlich mal was Unendliches? Ey Bübel, du wirst nicht jünger, ich sag's dir. Du hast schon Falten auf der Stirne und dann irgendwas verändert sich an dir. Ja, ich weiß, früher, da hattest du noch ganz glatte Haut und du hast so einen verträumten, unschuldigen Blick gehabt. Und jetzt, wenn du mal in den Spiegel schaust, da siehst du vielleicht irgendwas anderes. Vielleicht schaust du ja Jesus in die Augen oder vielleicht auch nicht. Hier ist keine Ahnung. Ahnungslos im Weltenschoß, Potenzial, Potenz, impotente Allmachtsfantasien, ohnmächtig, hilflos, dem ausgeliefert, was die Vergänglichkeit genannt ist. Keiner ausgeliefert, niemand gefangen. Und wenn, dann ist der, der gefangen ist, das Gefängnis von dem, der sich gefangen fühlt. Halleluja, Om Sat Chit Halleluja. Mani Magwalele, Olele.